Das Spiegelbild des Gastgebers, nicht nur die Gäste, sondern auch die Mitarbeiter. Und in den Spiegel schaue ich gerne rein. Freut mich, weil bei uns sind die Mitarbeiter wieder ein schönes Haus haben. Also ich bin der Gregor, bin 22 Jahre alt. Ich bin die Carmen Niklas, ich bin 58 Jahre. Also ich bin der Kugler Andreas, ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Oberösterreich und bin derzeit beim Stangelwirt Koch. Und bin im Stangelwirt im Shop. Bin jetzt beim Stangelwirt als HGA-Lehrling. Oh, Verkäufer im Stangelwirt wird gesucht, das wäre was für mich. Und dann hat meine Familie natürlich sofort gesagt, mein Mann, Kinder, ja, bewerb dich doch mal. Meine Oma, die was eben leider genau dann verstorben ist, wo ich angefangen habe, aber sie wollte oder hat mir eigentlich gesagt, geh zum Stangelwirt, dann lernst du was Gescheites und danach kannst du heimkommen. Und da habe ich schon erst Sorge gehabt, weil auch in meinem Alter noch mal was anfangen, das ist ja dann schon eine Entscheidung. Und dann habe ich das einfach mal gemacht. Am Anfang habe ich mir gar nicht so Hoffnungen gemacht und dachte, ja, die werden mich nicht gleich nehmen. Also sie haben mich dann gleich eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Also ich war sehr nervös und der Papa, geh, scheiße nicht an, jetzt fahren wir gleich runter. Und dann haben den Papa gleich runtergefahren und haben das dann gleich gemacht eigentlich. In der Mitarbeiterresidenz wohne ich seit ungefähr einem Jahr. Also ich sage schon, wenn ich da oft Fotos tue oder was schicke, sagt schon jeder, oder wenn jetzt Besucher mal kommt, sagt schon jeder, mega geile Wohnung und schaut voll cool aus, das taugt schon jeden. Also erstens habe ich mir gedacht, okay, habe ich jetzt ein Juniors-Wirt oder was ist das? Also es war echt hammermäßig. Ja, man hat hier Ruhephasen und genießt einfach das andere Leben. Du hast deinen Rückziehort, du hast ein niegelnagelneues Zimmer. Ich habe halt da viel Pflanzen und so, mir taugt das halt auch. Und ein Aquarium oder sowas, das fände ich schon cool, wenn du das auch machen kannst. Draußen im Sommer dann habe ich einen Riesengarten eigentlich, auch mit einem Haufen Kreilen und Blumen. Und da habe ich von einem ganz hohen Küchenchef so eine Duftgerane gekriegt und da habe ich auch schon Öl angesetzt und das nehme ich dann mit da wieder. Egal, ob im Sommer, im Winter, die Berge, die Ruhe vor allen Dingen, auch in den Bergen. Das ist für mich zeitlos, dieses Runterkommen, Entspannen und Genießen, der Genuss an der Natur. Das, glaube ich, ist für mich zeitlos. Das ist nicht jeder in irgendeinem Haus, sondern es ist der Treffpunkt und fertig. Und ist halt jeder gleich da. Auch nur mit Meter und klopfen und machen wir was. Das ist auf alle Fälle. Da brauche ich dann immer den Balkon rausgehen, dann stehen sie schon meistens links und rechts. Willkommen in der großen Stangelwirt-Familie, das ist wirklich so. Das ist nicht nur so gesagt, das ist tatsächlich so. Ich fühle mich so aufgenommen. Aber ich habe nicht nur Familie, sondern... Sie gefunden. Ich bin die Nina Ohrmoser, bin auch 22 und ich bin jetzt mittlerweile schon seit 4 Jahren beim Stangelwirt. Ich habe eine Lehre gemacht, also als Hotel- und Gastgewerbeassistentin und jetzt bin ich ein Jahr ausgelernt schon. Ich war in der Zimmerreservierung und bin aus ursprünglich aus Bischofshofen, also Salzburg. Also für mich jetzt daheim heißt, wenn jetzt zum Beispiel da einer käme, ich fühle mich wohl. Im Team und auch in der Familie, dass ich einfach sage, das ist jetzt mein Mittelpunkt. Es ist halt auch bei uns der große Balkon, der, wo man sich sagt, man fühlt sich da wohl, man kann rausgehen, man kann herinnen sein. Also Balkon finde ich schon mega, auch dass das jetzt Zimmer hat. Wenn ich zum Beispiel vom Arbeitstechnischen, wenn ich mich da wohlfühle, wenn das wie eine Art Arbeitsfamilie ist, ist es ja eigentlich immer, man hat jeden Tag zusammen was zu tun. Man muss jeden Tag zusammen arbeiten. Natürlich gibt es immer schlechte Tage, aber gute Tage. Aber schlussendlich, wenn das alles passt, dann ist super. Da bin ich einfach froh, dass ich das dann doch noch gemacht habe, auch im höheren Alter. Ich mag das voll. Wenn du aufstehst, gleich mal vorne aufreißen und es leicht rein, muss ich auftragen. Ich hätte mich schnell. Ja, aber das ist, da ist man, wenn ich bin so ein Mensch, da bin ich gleich viel besser drauf. Dann lass mir einen Kaffee runter und steck schon ein wenig da. Ich hab bis jetzt also noch keine Sekunde bereut, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Und ich kann auch immer wieder sagen, es ist nie zu spät, dass man sagt, nein, in dem Alter geht nicht. Nein, man kann in jedem Alter noch was Neues machen. Da ist unsere Sache. Unsere eigene Sache. Ja. Und
sage auch schon das, das Gefühl, dass man sich einfach daheim fühlt, daheim beim Schlangl wird.